gesagt, Kalk ist da ja auch, der geht an sowas auch richtig professionell ran. Also ich habe die letzten Tage gesehen, der hat, glaube ich, jeden Tag 10 bis 12 Stunden F1 RaceStars wieder gespielt. Ja. Wer auch ich habe extra Urlaub genommen. Krank gemeldet. Ja, dafür habe ich einen roten Buntstift gekauft, da kann ich meinen Test jetzt selber machen. Oh, ich wollte diese Woche habe ich meine Ausbildung zum meine erste Hilfeausbildung bekommen für die Arbeit. Homeoffice? Ja, aber irgendwann ist ja das theoretisch auch wieder vorbei. Und ja, aber hast du die Ausbildung im Homeoffice bekommen? Nee, dafür musste ich wirklich zu den Johannitern. Oh mein Gott. Ist das nicht gefährlich? Hättest du nicht meine Abmeldezettel mitnehmen können? Ich will nicht, dass sie das Geld von mir kriegen. Seit 20 Jahren Geld von mir, jetzt reicht das langsam mal. Ich habe die nie gebraucht. Wie beim ADAC, sobald du dich abmeldest, dann brauchst du es. Die kommen mit dem Argument, ja, aber wenn die es im Ausland dann mal einen Unfall haben, dann fliegen wir sie nach Hause. Dann waren sie das letzte Mal im Ausland. Aber du könntest ja ins Ausland dann. Wenn mich jemand entführt, ja, dann könnte ich. Und wenn die mich dann suchen würden und mich nach Hause bringen, dann würde ich das auch gut finden. Danke. Entschuldigung. Voll auf die Zimtstrecke hier. Danke. Oh, das war glücklich dabei. Nein, meine Power-Ups sind weg. Ja, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass ich zum letzten Mal so Reanimation gemacht habe, als ich damals den Führerschein gemacht habe. Ja, ist bei mir wahrscheinlich ähnlich. 90% aller Menschen. Ja, da bei dem Termin waren aber echt einige mit dabei, die schon, also ne, waren ja nicht nur welche von meinem Arbeitgeber da, sondern von allen möglichen. Und? Da waren ordentlich Leute dabei, die dann auch schon irgendwie das zweite Mal oder so dann da waren. Naja, kacke. Ich würde denken, besser als Arbeit. Ja. Ich brauche eine Box, ganz dringend. Keine getroffen. Alter, Kovalein! Geh mir nicht auf den Sack! So lebt man auch den Turbo richtig auf den Turbostreifen. Auf den Turbostreifen,
bremsen, damit ihr euren Turbo mehr als eine Stufe auflädt. Vom Gas gehen reicht. Ja, okay, gut, ja, ich hab jetzt gebremst. Ja, das hatte ich irgendwie vergessen. Ich meine, dass ich das in der ersten Folge gesagt hätte. Wo ich gesagt habe, auf diesen blauen Dingern immer kurz vom Gas gehen. Ja, ja, du hattest da was gesagt, das stimmt schon. Aber müsste ich dir zuhören. Aha. So, letztes Rennen. Ich mache jetzt einfach den Fjalk. Vorletzte. Achso, ja, aber 5 Events haben. Kommt sie, kommt's da, Herr Kommissar. Lieber hier lang. Ach Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Sekunden. Kompletter Stillstand. Wie kompletter vom Spiel, oder? Ja. Okay, das halte ich nicht. Ich auch nicht. Dafür habe ich jetzt Konfetti. Ah, wer legt denn sowas auch direkt vor solchen Bonus-Sachen hin? Nein, ich muss hier lang. Super. Scheiße, habe ich in der letzten Runde da die Luftballons assig gelegt. Ich dachte wenigstens, dass ich zwei davon wechseln. Man kann sich mit den Dieren selber kaputt machen. Wenn man auf einen schießt, der einen Meter vor einem ist, dann bekommt man die Explosion mit ab. Fantastik! Nee.
Was? Was ist los? Ich habe nur Sebastian Vettel nachgesprochen. Ja, aber irgendwer von euch hat den Schlüssel. Er hat Charles Pick. Ah ne, ich. Hat mir nichts gebracht. Ich habe keine Punkte. Nee, der Schlüssel bringt dir auch nur was. Dadurch schaltest du ein extra Ding frei, eine extra Abkürzung. Ja, von denen wir erstens nicht wissen, wo sie sind, und selbst wenn, wäre es die letzte Runde gewesen. Ja, in Belgien hätte ich sogar gewusst, die ist nach dem Start. Werde ich bis zum nächsten Mal vergessen. Vorm Ziel. Nach dem Start und vorm Ziel. Monaco, ist das so schrecklich wie in Wirklichkeit? Ja, man sieht es doch. Sieht aus wie in Wirklichkeit. Nein, ich meine, ob man sich da so kaputt fährt. Wahrscheinlich. Die linke Liste geht's da gar nicht lang. Doch. Bin echt. Ah, keine gute Idee. Das Gras weiterzufahren. Und die Menschen weit rot gefahren. Ja, keine Macht den Drogen. Hacken Laurent ist übrigens mein Erzfeind, wird mir angezeigt. Kann ich nicht verstehen. Bin so ein lieber und netter Fahrer. Ein Träumen. Da kam ich. Ja, hast du die Ausfahrt überlebt? Oder wurdest du direkt getroffen wieder? Nee. Okay. Dann so. Durch den Springbrunnen fahren, es macht einen nicht schneller.
Ach, warum? Ein bisschen mehr Windschatten geben können, Fjalk. Mein Auto ist nun mal so klein. Ah, 13. Ja, ich hab's geschafft, vor Bruno Senna zu bleiben und hab deswegen 2 Punkte mehr als der. Juhu! Nihau! Ja, sehr schön. Ja, wir gratulieren mal wieder dem Bacon L'Orange. Ja, diesmal sogar wirklich auf der Schummel, der zählt Punkte. Ja, glaube ich auch. Das war dann unsere Vorsaison und dann geht es beim nächsten Mal mit einer richtigen Meisterschaft mit allen Rennen weiter. Und erst dann am Ende wird abgerechnet. Bis denn. Tschüss. Aber das lässt du doch hoffentlich noch in deiner Aufnahme drin, die ich feier. Ja. Tanzt wie du in echt. Gesicht. Ja. Wenn er auf dem Klo sitzen würde.